Was für ein Chaos. Hätte nie gedacht, mich darüber zu freuen, den Mann zu sehen, der für meine häufigen Bäder verantwortlich ist. Wenn du dafür sauberer bist, hat sich der Knöchelbruch doch gelohnt. Er heilte sehr schlecht. Kein Witz. Ich muss ihn wenigstens 6-mal pro Tag in heißem Wasser einweichen. Und wenn nicht, pocht er wie die Turmuhren von Beauclair zu Sonnenuntergang. Ich hatte meine Gründe. Dein Bein wäre in Ordnung, wenn du mir nicht in die Quere gekommen wärst. Verstehe. Nun, ich verspreche dir, wenn ich die Dinge wieder rückgängig machen könnte, würde ich in Tanith vieles anders machen. Beispielsweise hätte ich meinen Männern befohlen, dich zu töten, statt dich zu fesseln. Hör zu, Rolfen. Oder eher. Ich hätte auch nichts gebracht. Da ich nicht in Stimmung für deine Decknamen, Passwörter und anderen Mist bin. Ich bin wegen einer bestimmten Sache hier. Wenn du zuhören willst, dann hör zu. Sonst erspar mir deine Witze und schmeiß mich gleich raus. Klar. Wo drückt der Schuh? Sprich. Denkst du, Hacker wird Hurensohn finden? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall wird er die halbe Stadt abfackeln. So eine Verschwendung. Lass ihn, sage ich. Arbeite allein. Irgendwelche Ideen? Es gibt ein paar Viertel, in denen Junior Rückhalt hat. Dring da ein und sieh dich um. Aber sei diskret. Spar dir jedes Gewüte und Gefuchtel mit deinem Stahlpimmel. Ist sicher sinnvoll, sich erstmal umzuhören. Junior mag untergetaucht sein, aber er braucht Geld. Er kann ja nicht auf dem Trockenen sitzen. Glücksspiele. So macht er sein Geld. Junior kontrolliert die größte Spielhölle der Stadt. Werde nie vergessen, wie Reich Hemmelfahrt da mal randaliert hat. Hatte einen Rubinring gesetzt und verloren. Außerdem gibt es noch die Arena unter der Stadt. Man kann mit Wetten fast so viel machen wie mit dem Casino. Ständig werden da neue Muskelprotze angeheuert. Hurensohns Haus könntest du auch durchsuchen, obwohl du ihn da kaum finden wirst. Aber vielleicht einen Hinweis. Ja. Wo ist Juniors Casino? Bei den Türmen der Tempelwache. Offiziell hat Hurensohn nichts mit dem Casino zu tun. Also pass auf, was du sagst. Du solltest keinen Verdacht erregen. Die Arena klingt vielversprechend. Wo ist sie? In der Kanalisation unter Gildorf. Aber du musst durch die Scherben rein und den Gestank der Armut ertragen. Tja, das ging noch schnell. Liegt gute Kämpfe. Sicher gäbe er was drum, einen echten Hexer in Aktion zu sehen. Du sagst, Hurensohn hat ein Haus. Wo ist das? Das ist ein solides Steinhaus auf der Tempelinsel, einmal über die Brücke. Aber da findest du ihn wohl kaum. So dumm ist Junior nicht. Mal sehen, ob ich Hurensohn im Casino oder in der Arena finde. Mit Hacker könnte ich auch mal reden. Mach, was du meinst, aber sei vorsichtig. Hurensohn rechnet zweifellos mit Rache. Danke für die Hilfe, Dijkstra. Verschwinde einfach, Hexer. Und wenn du den schmierigen Bastard nicht finden kannst, komm zu mir. Ich kenne ihn. Ich lass mir was einfallen. Hör mal, Rittersporn ist verschwunden. Weißt du vielleicht, was mit ihm passiert ist? Das, was mit jedem passiert, der Junior auf die Füße tritt. Das heißt? Er wird umgarnt von hübschen Jungfrauen, die ihn mit Schaumwein und Pasteten verwöhnen, die mit Nachtigallzungen gefüllt sind. Na komm, Geralt. Was wird mit ihm passiert sein? Bestimmt liegt er am Grund des Ponta, die Hände mit den Seiten seiner Mandoline gefesselt. Laute. Von mir aus kann er auch mit einer gottverdammten Posaune dort unten verfaulen. Du hast nicht zufällig ein Hühnchen mit Rittersporn zu rupfen, oder? Natürlich habe ich das. Meinst du das ernst? Todernst. Rittersporns neues Sonett. In der zweiten Strophe benutzt der Arsch ein Couplet statt eines umschließenden Reims. Du kannst dir denken, was das für eine Beleidigung für einen Poesiekenner wie mich war. Das lasse ich ihm nicht durchgehen. Das habe ich ernst gemeint. Ich auch. Ich habe keine Zeit, mir über deinen wollüstigen Freund den Kopf zu zerbrechen. Hab genug eigene Probleme. Probleme, bei denen du mir vielleicht helfen kannst. Und wenn du das tust, könnte ich geneigt sein, nach Rittersporn zu fragen und rauszufinden, was ihm zugestoßen ist.
Vielleicht kann ich helfen. Was brauchst du? Ich zeig's dir lieber. Ein Bild sagt bekanntlich mehr als 1000 Worte. Ach, und dir ist klar, dass du eine Klinge zwischen die Rippen kriegst, wenn du irgendwem was davon erzählst. Hab ich mir schon gedacht. Wunderbar. Und eines noch. Sagen wir, ein Befehl. Zieh auf keinen Fall dein Schwert, außer ich bitte dich darum. Aha. 150 Erfahrungspunkte. Und was haben wir hier? Bitte folge mir. Aha. Ein Geheimversteck. Ich würde ungern runterfallen. Kanalisation. Sucht die Arena von Hurensohn Jr. Und das Versteck von Hurensohn Jr. findet Hurensohn Jr.'s Casino. Oh Bart, nicht schon wieder. Bart? Ich loote hier nur mal ein bisschen. Nicht viel Wertvolles hier, aber... Und nur... Schweinefleisch, Geld. Bart, hör auf damit! Sofort! Ach du Scheiße! Bart, machen Sie die Familie! Deinen Kopf gegen die Wand zu schlagen, wird nichts daran ändern. Bart, aua! Bart, nicht denken! Bart, nicht denken! Nicht traurig. Wo hast du den Troll her? Aus Erikanien. Hab ihn gewonnen. In einem Kartenspiel gegen den Kamelhändler. Deine Witze werden immer besser. Lach ich etwa? Ich mein's todernst. Bart, sie im Buckelpferde. Heißt da. Sigi Bart mit dem Sigi gut. Okay. Du scheinst dich ja mit dem Troll bestens zu verstehen. Also, was soll ich hier unten? Merk dir das Loch da. Ich komm nachher nochmal drauf zurück. Siehst du die Tür? Ist nicht schwer zu merken. Dahinter ist die Schatzkammer. Bis vor kurzem noch voller Novigrader Kronen und anderer Wertsachen. Bart bewachen. Dann machen Bums. Zatsch weg. Ich übersetz mal. Irgendein Arschloch hat sich mit fast 20 Tonnen meines Goldes und dem ganzen Kleinzeug vom Acker gemacht. Und du bringst es mir zurück. Warum machst du das nicht selbst? Du hast doch Verbindungen zur Unterwelt. Wozu brauchst du einen Hexer? Das Gold gehört mir nicht allein. Nun, ich führe eine Art Sparkasse für bestimmte Leute, eine Bank für Eingeweihte. Der Grund dafür dürfte klar sein. Ich will nicht, dass meine kurzfristigen Liquiditätsprobleme bekannt werden. Also brauche ich jemanden von außen. Woher weißt du, dass du mir vertrauen kannst? Ich weiß es nicht. Ich zähle auf deinen Überlebensinstinkt. Wenn du einen Fehler machst, verfüttere ich dich an Bart. Bart leid tun. Bart das tun müssen. Ein höflicher Troll. Na schön, ich werde dir helfen. Du strahlst ja nicht gerade vor Begeisterung. Hexermutationen. Die rauben uns die Emotionen. Sonst würde ich vor Freude an die Decke springen.
Na gut. Ich sollte mich mal umsehen, aber erst ein paar Fragen. Bin ganz Ohr. Ja. Wie viel war das alles wert? Was schätzt du? Wieso zum Teufel interessiert dich das? Geht's dir um den Finderlohn? Versprich dir nicht zu viel. Dafür kenne ich dich doch viel zu gut. Ich weiß nur gern, wonach ich suche. 3 Truhen nilfgaardische Floreen, eine Truhe mit Smaragden, Rubinen und Topasen, silberne Kerzenhalter und Servierteller und so weiter. Glänzen, Satch. Alles weg. Das ist doch fast schon süß, der Troll. Hat irgendwer gesehen, was passiert ist? Wenn nicht so partnerlich wäre. Nein. Und der genaue Standort der Schatzkammer ist nur den Miteigentümern bekannt. Tja, und den Dieben. Und oben? Ist am Tag des Raubs irgendwas Ungewöhnliches im Badehaus vorgefallen? Nein, Happen schwört, es sei ruhig gewesen, wie immer. Die üblichen Kunden, keine Vorfälle. Eine verfluchte Idylle. Also die Diebe sind durch das Loch hinter dir reingekommen. Du bist ein echter Meisterdetektiv. Sonst noch irgendwelche brillanten Schlussfolgerungen? Das Jahr vielleicht? Den scheiß Namen von Redaniens König? Nein, aber ich frage mich zum Beispiel, woher das Loch überhaupt stammt. Kein Loch. Bums. Loch. Bart wollen nachsehen. Bart nicht sehen, nur schlafen. Schlechte Lipze. Kopf wirr. Aha, sehr gute Zusammenfassung. Schlechte Pilze? Wie meinst du das? Popsporen. Die sind hochgiftig. Ein Atemzug und du bist tot. Es sei denn, du bist ein Troll. Der Bart. Bart Troll. Ich rede nicht mit dir, du Blödmann. Wo war ich stehen? Ach ja, Popsporen. An den Wänden der Kanalisation hinter der Schatzkammer. Hielt ich erst für nützlich. Zusätzlicher Schutz und so. Die Diebe haben sie überwunden. Bart, hast du sie gesehen? Bums. Bart durch Loch sehen wollen, woher Bums. Atmen, Lipze. Schlafen ein. Zatsch, futsch. Böser Troll. Na na, Kopf hoch. Bums, kannst du das näher erklären? Bums. Bums. Grosso. Ich mach das. Explosion. Groß genug, ja. Um dieses Scheißloch in die Wand zwischen Schatz und Kanalisation zu sprengen. Du kannst dich ziemlich gut mit dem Troll verständigen. Hab mich ja in meinem Leben schon mit so manchem Idioten abgeben müssen. Hast du versucht, die Diebe selbst zu verfolgen? Klar doch. Habe diesen Trottel angeheuert, Fox. Dumm genug, keine Fragen zu stellen. Haben was gegen die Popsporen eingeworfen und sind in die Kanalisation. Bin aber allein wieder rausgekommen. Was ist passiert? Der Kerl hat auf einmal so entsetzlich gerülpst, dass die Wände gewackelt haben. Hab ihm gesagt, Fons, hör auf, du bist mit einem Grafen, nun ja, ehemaligen Grafen, unterwegs. Und dann hat er sich übergeben und das meiste gegen Gift ausgekotzt. War nicht mehr geschützt. Hab versucht, ihn rauszuziehen. Da sind auf einmal Blasen aufgestiegen. Irgendwas kam aus dem Wasser. Das Leben meiner Männer ist mir wichtig. Aber meins noch mehr. Habe Fons losgelassen und bin wie wild weggerannt. Ich sollte mich mal in der Kanalisation umsehen. Hast du noch was von dem Gegengift? Noch ein paar Fiolen. Und das Rezept. Ekliges Zeug, wenn ich ehrlich bin. Aber es rettet dir das Leben. Hier. Danke. Nichts zu danken. Wirklich. Wenn du erstickst, nützt du mir nichts. Gut, ich bin oben, wenn du mich suchst. Von der leeren Schatzkammer kriege ich noch ein Magengeschwür. Viel Glück. Ich glaube, wir sollten mal das Gegengift ausrüsten.
Wo haben wir das Gegengift? Mhm. Verzehrbares. Fläschchen Plunder. Ja. Okay, ich würde mal sagen. Bitte Sporn, wo bist du da bloß reingeraten? Hey Bart, hast du kurz Zeit? Zeit? Bart keine Zeit haben. Bart Felsen haben. Du Felsen wollen? Nein, ich will ein Gespräch. Gespräch hat Bart nicht. Noch ein Versuch. Können wir reden? Sie, die dich mögen, du reden mit mir. Geht doch. Ist vor dem Raub etwas Merkwürdiges passiert? Merkwürdig? Bart nicht verstehen. Etwas, das nicht normal war. Etwas Seltsames. Vielleicht hast du was gesehen, gespürt oder gehört. Ja, ja. Ja, ja. Bart hören. Wie zisch, zisch. Es ist immer so wahnsinnig gut, mit dem Troll zu reden. Das ist... Das Zischen. Das bringt uns so viel. Das ist so eine... Hören, zischen. So viele Erkenntnisse. Was? Da wo Bart hinmachen. Was für ein Zischen war das? So Mirald stellt sich auch blöd. Nein. Zischen anders. Nicht wie Tier. Ach was. Wie war es dann? Wie Felsen. Ein zischender Fels? Mhm. Na schön. Reden wir über was anderes. Gut. Wahrzeit. Zeit weg. Bart jetzt nicht zu bewachen. Warum magst du Siggi so sehr? Siggi gut. Siggi sich kümmern um Bart. Er hat dich eingesperrt, allein, unter der Erde. Ist es nicht langweilig hier? Gibt ja nicht viel zu tun. Wenn Bart nicht viel tun, Bart denken. Ach. Viel. Du kannst denken? Hätte nicht gedacht, dass du ein Denker bist. Bart kein Denker. Bart toll. Bart kann denken. Gut. Danke für deine Hilfe. Mach's gut. 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 Ach, ein netter. Ein netter Troll. So, ich würde mal sagen, hier durch die Kanalisation gehen wir das nächste Mal. Machen wir im nächsten Stream weiter. Für heute soll es das mal gewesen sein. Wenn Spart nicht tötet, können wir hier noch ein bisschen was mitnehmen. Gut. Ein bisschen Zwergenschnaps kann man immer gebrauchen. Ist noch was drin. Den können wir nicht hauen. Will ich da auch gar nicht. Würde ihm nicht wehtun, aber ja.
Wir begeben uns gleich hier in die Kanalisation und untersuchen den Schauplatz des Einbruchs. Ah, wir untersuchen erstmal den Schauplatz des Einbruchs und gehen dann in die Kanalisation und folgen die Quest von Graf Rüvens Schatz. Der Rand ist nach außen gebogen. Irgendwas hat es aufgerissen und die Wand auch. Die Abflussrohre des Badehauses scheinen hier aufeinander zu treffen. Hier sollen wohl giftige Pflanzen sein. Ich hoffe, wir haben den Trunk schon getrunken und werden wir nicht deswegen draufgehen. Die Explosion hat es zerquetscht wie ein Stück Papier und an den Gitterstäben ist Mörtel. Es war also zum Zeitpunkt der Explosion noch fest. Es wurde aus der Wand gerissen. Zwergschnaps. Keine Spuren von Magie. Es war kein Zauber, sondern eine Bombe. Aber warum finde ich dann keine Teile? Vielleicht wurden sie weggeschwemmt. Die Explosion hat es zerquetscht wie ein Stück Papier und an den Gitterstäben ist Mörtel. Es war zum Zeitpunkt der Explosion noch fest. Es wurde aus der Wand gerissen. Das soll man wieder nicht ausreden lassen. Ich sollte nicht ohne das Gegengift weitergehen. Aha, okay, das Gegengift hat er noch nicht genommen. Das freut mich ja sehr. Das Gegengift, wo haben wir dies? Haben wir das hier drin? Es wird wahrscheinlich eine heiliges Öl. Okay, es wird zum Beispiel eine Quest benutzt. Questgegenstände müssten ja immer eigentlich Können wir nicht. Okay, Tränke. Haben wir keinen. Donnertrank. Phosphorengegengift, ja genau das. Das brauchen wir. Auf Z. Ich hab gedacht, Hexertränke wären widerlich. Oha, ein Ertrunkener. Auf unser Silberschwert hält das noch alles. Und jetzt tun wir das mit dem Metallschwert. Dem Eisenschwert. Dass die hier nicht zugrunde gehen, da sind ja schon tot. Können die nicht mehr. Schon mal looten. Schon mal so ein bisschen ungefähr, gibt es vielleicht einen Hinweis. Tatsächlich gibt es ja einen Hinweis. So ein bisschen mal untersuchen können. Stimme nicht bei der Ermittlung. Ey. Ich versuche hier Sachen herauszufinden. Ist auf jeden Fall hier vorbeigekommen. Silbernes Markttrink. Ich hoffe, den können wir behalten. Ein Zahn hat er, glaube ich, tot. Schon mal ein paar Pilze aufheben. Fläschchen. Hübscher Zwergenschnaps. Haben wir schon sehr viel von. 33.
Wasserflaschen ist nichts Neues. Silbernes Martin Plunder. Mhm. Das wird Geld bringen. Nicht so viel, aber 200 sehe ich dort. Es ist kein Questgegenstand. Können wir benutzen. Können wir in unser Inventar aufnehmen. Draht und Zwergschnaps hier überall. Der Gegengiftstrank wirkt noch. Ich komme näher. Ist erfreulich. Such den Raum. Und ins Draht. Sind in der Truppen habe ich keinen guten Draht. Scheinbar nicht. Okay, looten kann ich die auch nicht. Tja, mein Hexe soll nur sagen, da ist was. Und noch ein Silberring. Hm. Der Boden eines Behälters, wahrscheinlich von einem Silberzylinder. Eingravierte Runen. Er ist verdreht. Kommt wohl durch die Explosion. Ein Bombenteil, ganz sicher. Die Explosion, die ist jetzt hunderte Meter entfernt. Und Karamell. Mehr gibt's hier unten nicht. Ich muss mit Dijkstra reden. Du bist aktualisiert. Rufen, Schatz. Okay, hier zischt es. Wie ein Creeper. Aha. Fragment eines Silberzylinders. Das ist jetzt ein Questgegenstand. Hier mal hoch. Jetzt hier nämlich Zwergenschnaps und Fläschchen und Draht und Wasserflaschen, die ich gerne noch mitnehme. Hier ist wieder ein Creeper unterwegs. Fell eines weißen Wolfes. Aha, schön mal looten. Mehr Zwergenschnaps. Das gefällt. Ein bisschen Silber. Wir können mal was kaputt machen. Da drüben. Ja, können wir hier durch. Verschlossen. Können wir die Tür mit einem Art Zeichen aufkriegen. Scheinbar nicht. Kriegt zum Badehaus zurück und erstattet Driskaya Bericht. Au. Wir könnten mal was einsetzen. Ah, okay, Licht ausmachen. Mehr nicht. Hier können wir noch weiter. Goldmünze. Hier endet die Spur. Rittersporn muss den Schatz auf ein Boot geladen haben. Ja. Dann wollen wir mal wieder rein. Wenn die Kanalisation so viel alle offen ist, da wundert er sich, dass jemand eindringt. Das Gegengift. Erlischt Wald. Wir sind nochmal langsam den Ausgang wiederfinden. Hier gibt es eine Quest. Wie zum Henker. Für den Kanalratten oder was?
unten gibt es noch was. Abgeschlossen. Tag, Bart. Können wir noch ein wenig weiter reden? Bart reden, ja. Gut. Danke für deine Hilfe. Mit dem haben wir schon alles beredet. Gut. 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 Ja, ein guter ist auf jeden Fall. Guter Troll. Braver Troll.